βιαστήκα εγώ. Σίγα μία ρυθμίσκε. Geduld! Ich habe Zeit! Du wirst stolpern und ich werde dir den Rest geben! Auge des Horus. Was öffnet er? Niemand kann ihn mir zurückbringen. Er wird in Gefangenschaft sterben wegen dieser Schlange, Eodoros. Wer bist du? Hat Eodoros dich beauftragt? Ich bin kein Freund von Eodoros. Er hat meinem Gatten Aristo nichts als Kummer bereitet. Der große Poet und Philosoph. Verhaftet. Eingesperrt, weil er schöne Dinge schrieb. Worte sind eine mächtige Waffe. Mein Liebster hat Jahre an seinem Meisterwerk geschrieben. Jahre! Eodoros stahl es ihm und gab die Arbeit meines Mannes als seine eigene aus. Und Aristo zog vor Gericht. Ein monatelanger Streit. Und am Ende wurde mein Mann geschlagen.
lächerlich gemacht und in einen Käfig gesperrt. Das bedeutet Gerechtigkeit in Alexandria? Oh, mein armer Mann. Wenn du ihn befreien würdest, könnten mein Gatte und ich aus der Stadt fliehen und mit dieser Tortur abschließen. Wenn du ihn befreist, ich kenne ein Boot am südlichen Dock, das ihn aufnehmen würde. Ich warte auf euch. Bitte, bring mir meinen Aristo zurück. Morías para que vas. Schützt den Meer! Bloß nichts riskieren. Gib den Weg frei. Da braucht jemand eine finale Abreibung. Ich deck dir den Rücken. Uns bist keiner ans Bein, Philos. Wer da? Noch ein Speichellecker des Eodorus, der mich verspotten will? Ich bin ein Freund von Phanus, ein Beschützer. Schlag den da nochmal! Er verdient es! Hol sie dir! Den da ist nächsten! Der da stinkt wie die Pest, pass auf! Nimm dich in Acht, sein Haar! Er hat Läuse! Läuse! Wir sind eine Mauer! Bewegung, los! Ich mach weiter! Das stimmt nicht mit dir! Du hast mehr Courage als Achilles persönlich. Du rettest mich vor meinen täglichen Abreibungen. Wir sollten schnell weg. Die Flaccos haben mir die Hüfte gebrochen. Sei vorsichtig, ich bitte dich. Deine Frau sagte, ich soll dich aus Alexandria rausbringen. Meine Frau? Sie ist die Beste, ja. Es gibt ein Boot im Hafen. Bring mich dorthin. Dieser Eodorus, ein abscheulicher Mensch. Er konnte nicht ertragen, dass ich ein besseres Buch geschrieben habe. Es war ein Buch über den Nil, voll wunderbarer Beschreibungen. Und ich kann sehr gut beschreiben, wenn ich das sagen darf. Deshalb hat Eodorus so viel aus meinem Buch gestohlen. Seine eigenen Werke sind geistlos. Er weiß gar nichts über den Nil. Er könnte nicht mal ein Nilpferd beschreiben, selbst wenn es ihm in den Arsch beißt. Die Soldaten werden mich umbringen, wenn sie uns finden. Und was wird dann aus meiner geliebten Frau? Sie ist das Licht meines Lebens. Nur mein Buch gefiel ihr nicht. Zu viele Krokodile, sagte sie, womit sie nicht ganz unrecht hat. Trotzdem, Eodorus wird sich dafür verantworten müssen. Ich sollte dir sagen, Eodorus ist tot. Das. Aristo, hier drüben. Das Boot ist bereit. Wir stechen in See, sobald du an Bord bist. Meine Frau, den Göttern sei Dank, bitte. Ihr müsst gehen. Die Philaketei werden sicher nach euch suchen. Ja, wir fliehen. Wir fahren mit dem Schiff nach Kreta. Wir haben schon lange geplant, dahin zu ziehen. Vielleicht erwartet uns dort ein besseres Leben. Mögen die Götter eure Überfahrt begleiten. Pflicht und Ehre gegenüber habe ich gemischte Gefühle. Aber du erfüllst diese Begriffe mit Leben. Wenn alle Männer in Ägypten wären wie du, wir würden leben wie die Götter.
Hier sollte ich vorsichtig sein. Hey! Ich schlitze dich auf! Hey, was? Deine Zeit ist um! Moment, war das? Idiotin, oran tulimi kimi kanesti. Phoebe, du bringst mich noch ins Grab. Nein, Mutter. Ich bringe...